Also, morgen geht's heiß her bei NFC 8 hier im Maritim Hotel in Düsseldorf. Los geht es ab 18 Uhr live bei Fighting auf YouTube. Und die drei Hauptkämpfe, die gibt es live im Free TV auf Sport 1. Und wie das so üblich ist bei uns, gibt es einen Tag vorher nochmal einen letzten Staredown aller Kämpfer von NFC 8. Über die offizielle Waage sind sie heute Morgen schon. Alle haben ihr Kampfgewicht erbracht. Jetzt gibt's nochmal die letzte Gegenüberstellung. Da es dabei immer ein bisschen heiß hergehen kann, habe ich den stabilsten Matchmaker im deutschen Geschäft hier bei mir. Außerdem Andreas Kranjotakis da im Hintergrund, der ein bisschen für Ordnung sorgen wird, sollte es hier zu einer Schubserei kommen. Und ich würde sagen, Max, wir legen direkt los mit dem ersten Kampf des Abends. Ein Duell im Mittelgewicht. Ich rufe in die Mitte Paul Venin und Jonathan Werns. Also, großen Applaus für Paul Venin und Jonathan Werns. Die ersten vier Kämpfe morgen im YouTube-Stream werden übrigens for free sein. Das heißt, als kleinen Anschmecker seht ihr die ersten vier Kämpfe umsonst. Und der zweite Free Fight morgen wird ein Duell im Schwergewicht sein. Ich rufe in die Mitte des Cages Jan Kravarik und Patrick Vespasiani. Großen Applaus für Jan Kravarik und Patrick Vespasiani. Der dritte Kampf morgen wird das erste Viertelfinalduell der diesjährigen NFC Series sein. Ihr wisst es, die Series im vergangenen Jahr war sie das Highlight der NFC-Veranstaltungen, hat einige Stars hervorgebracht wie Maurice Abebe oder Christian Mach. In diesem Jahr suchen wir die nächsten Stars und diesmal im Federgewicht. Das erste Viertelfinale bestreiten Sartabe, Mchami und Magomed Shuaipov. Großen Applaus für Sartabe Mchami und Magomed Shuaipov. Das zweite Viertelfinalduell der diesjährigen NFC Series im Federgewicht bestreiten Salih Hassan und Mohamed Issa. Großen Applaus für Salih Hassan und Mohamed Issa. Unser drittes Viertelfinale der NFC Series im Federgewicht bestreiten Nassim Belhouachi und Robin Mosman. Großen Applaus für Nassim Belhouachi und Robin Mosman. Und das vierte und letzte Viertelfinalduell der NFC Series 2022 bestreiten Sinan Krasniqi und Hamza Davliatmirov.
Großen Applaus für Sene Krasniki und Hamza Davliatmirov. In einem Duell im Bantamgewicht treffen aufeinander Ahad Zardari und Max Holzer. Großen Applaus für Ahad Zardari und Max Holzer. Ein Duell im Leichtgewicht bestreiten Löwa Emstoyan und Ermil Jaferi. Großen Applaus für Löwa Emstoyan und Ermil Jaferi. Wir kommen wieder zu den schweren Jungs. Sein Duell im Halbschwergewicht bis 93 Kilogramm. Ich rufe in die Mitte des Cages Danny Mirnic und Emilio Kisua. Großen Applaus für Danny Mirnic und Emilio Kisua! Und der nächste Kampf ist ein Duell, über das in den letzten Wochen und Monaten viel geredet wurde. Morgen wird nicht mehr geredet, dann werden Taten sprechen. Ich rufe in die Mitte Redouan Montana, Bentaleb und Wladimir Holodenko! Und Wladimir Holodenko! Für ein absolut erstklassiges Duell im Federgewicht rufe ich in die Mitte des Cages Abu Bakr Sabirov und Joni Paluka. Großen Applaus für Abu Bakr Sabirov und Joni Paluka. Und der erste von drei Kämpfen morgen im Free TV auf Sport 1 wird ein Duell im Leichtgewicht sein. Zwischen zwei Kämpfern, die eigentlich im vergangenen Jahr in der NFC Series hätten aufeinandertreffen sollen. Damals ist der Kampf aufgrund der Verletzung geplatzt. Nun wird er nachgeholt. Ich bitte in die Mitte des Cages Pantelei, Taran und Max Heine. Stunde vor dem Kampf. Kann passieren. Morgen mit Sterben. Kann nicht passieren. Wir werden sehen, was du weißt das. Du weißt das. Das kann nicht passieren. Warum redest du so viel? Das muss gar nicht stehen. Alles gut. Morgen wird es passieren. Ich rede, wie viel ich will. Dann mach doch. Ja. Großen Applaus für Pantelei Taran und Max Heine.
Und ich glaube, beim nächsten Kampf wird es jetzt laut hier in der Halle in Düsseldorf. Unser Co-Main-Event von NFC 8. Ein Duell im Weltergewicht. Ich rufe in die Mitte des Cages Michael Riesch und den Düsseldorfer Islam Dulator. Michael Riesch und Islam Dulator. Und in unserem Hauptkampf des morgigen Abends geht es um den NFC-Titel im Federgewicht. Der neue amtierende Champion Jano Ahrens verteidigt seinen Gürtel in einem Rückkampf gegen Mert Özyıldırım. Das Hinduell war einer der besten Kämpfe des vergangenen Jahres. Sein Kampf auf Messers Schneide. Morgen werden beide noch einmal aufeinandertreffen. Ich rufe in die Mitte des Cages Mert Özyıldırım und Jano Ahrens. Also Rematches sind immer etwas ganz Besonderes. Ich glaube, das wird morgen nicht anders sein. Großen Applaus für Mert Özyıldırım und den NFC-Champion im Federgewicht, Jano Ahrens. So, und warum dieser Kampf so besonders ist,